Hi, ich bin Marco und ich möchte ganz kurz mit dir über etwas reden, was dein Leben verändern könnte. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren Alice Miller kennengelernt, ihre Bücher gelesen und sie hat auch eine Webseite, alice-miller.com, glaube ich. Und dort sind sehr viele Artikel und Leserbriefe, die sie geschrieben hat und auf die sie geantwortet hat. Und diese Artikel haben mir echt total geholfen, ja, also auch ihre Bücher zu lesen und so. Und wobei haben sie mir geholfen? Nun, ich denke, wir alle haben in unserer Vergangenheit, sind Dinge passiert, die vielleicht nicht ganz in Ordnung waren. Und das prägt uns auch heute noch. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir nachforschen, was unsere Vergangenheit war und wenn wir versuchen, dem nachzuspüren, dann können wir schon uns sehr verändern zum Besseren. Wir können uns selbst verbessern. Also zum Beispiel, wie ich jetzt bin, ja, wie offen und auch wie glücklich ich generell in meinem Leben bin, so wäre ich nicht gewesen, wenn ich nicht meine Vergangenheit untersucht hätte und was mit mir passiert ist und so, meine ganzen Repressionen, all die Dinge, die ich so unterdrückt habe in mir selbst. Und Alice Miller war eine Kindheitsforscherin, die über solche Dinge geredet hat, ja, die über was wie beeinflusst unsere Vergangenheit, wie wir jetzt sind, und sie redet auch über solche Sachen wie, woher kommt überhaupt Gewalt, ja, warum gibt es so viel Terrorismus, warum gibt es so viele Kriege, ja. Der Grund ist, dass es diesen Zyklus gibt, der Gewalt, ja, dass Eltern üben Gewalt aus auf ihre Kinder und die Kinder, wenn sie groß werden, geben diese Gewalt wieder weiter. Und das ist eine essentielle Sache, die man sich bewusst machen sollte, weil es sich, viele Leute sind sehr blind dazu, also die sehen das einfach nicht, ja? Also ich sehe das fast jeden Tag, also es ist fast jedes Mal, wenn ich rausgehe aus dem Haus und ich sehe, wie Kinder behandelt werden. Es ist nicht so, dass ich sehe, dass Kinder geschlagen werden auf einer Straße, dann würde ich natürlich sofort die Polizei rufen. Aber und auch ein ernstes Wort mit den Eltern reden und versuchen klarzumachen, wie schädlich das ist. Aber auch schon allein die emotionale Manipulation, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, ist sehr, sehr bedenklich. Und das hat Auswirkungen auf ihr späteres Leben. Und man kann sich aber helfen, also es muss nicht, das ist jetzt kein Urteil für ganzes Leben, dass man jetzt das ganze Leben lang über nicht sein Potenzial erreichen kann oder nicht oder halt gehindert wird dadurch, was einem in der Vergangenheit passiert ist, sondern wenn man sich dem bewusst ist und oder wenn jemand, was Alice Miller einen helfenden Zeugen nennt, wenn jemand kommt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, was sie hier macht, dann sieht das Kind, oh, es kann noch anders gehen. Es kann auch, die Welt ist nicht alles scheiße, sondern es gibt auch Leute, die sich für etwas Gutes einsetzen. So war es zum Beispiel bei Hitler, also dass es nicht passiert ist, war bei Hitler so. Alice Miller redet öfter über ihn, weil es so ein prägnantes Beispiel ist und es richtig vor Augen hält, was so Kindesmisshandlung alles kaputt machen kann. Wenn Hitler, der wurde täglich, also das Kind Hitler, wurde als Kind täglich geschlagen, ja, richtig brutalste Erziehung. Und niemand war aber da, um zu sagen, hey, das ist echt scheiße, wie du behandelt wirst, das ist echt scheiße, das ist echt kacke und das ist kriminell, was dir da angetan wird, ja. Und deswegen, weil halt niemand da war, der ihm irgendwie was anderes gezeigt hat, das ist halt der Grund, warum er so ein Massenmörder wurde, ja, warum er so wahnsinnig wurde und er musste sich halt rächen. Er hat sich gerecht an ganz Deutschland wegen seiner Kindheit, weil niemand war. Und ja, und das ist halt so, also es ist vielleicht nicht die Erklärung des Holocaust und die Erklärung des Dritten Reichs, die du jemals gehört hast, aber ist es nicht eine der rationalsten Erklärungen, eine der einleuchtendsten Erklärungen, die es gibt, weil alle anderen, also bei mir ist es so, alle anderen Erklärungen, die ich gehört habe, warum das Dritte Reich passiert ist und warum es gerade dann, warum nicht zu anderen Zeiten in der Geschichte, das machen keinen Sinn. Aber
kannst du ja nochmal mit beschäftigen. Also ich habe ein paar Episoden gemacht, ein paar Podcast-Episoden darüber. Denn, ja genau, jetzt komme ich zu meinem Podcast. Und zwar, ich habe diesen Podcast, wo ich nämlich ihre Artikel und die Leserbriefe, die lese ich alle vor. Ja? Das heißt, wenn dich das interessiert, worüber ich hier gerade geredet habe, dann brauchst du noch nicht mal viel Zeit zu investieren. Du kannst den Podcast hören, während du zur Arbeit gehst oder während du Sport machst und so. Und im Prinzip lese ich ihre Artikel vor und die Leserbriefe, die Leute ihr geschickt haben. Denn sie hat sehr viele Leute inspiriert und die haben ihr alle Leserbriefe geschickt. Und sie hat da sehr, sehr intelligente Antworten auch gegeben auf diese Briefe. Sehr, sehr einleuchtende Antworten, die echt so echt die Welt erweitern. Und genau, und deswegen, ja, schau es dir mal an und sag mir, was du denkst. Ciao, ciao.